Yvonne, du warst über den Winter jetzt in Australien. Welche Erfahrungen sind denn hängen geblieben? Dass es dort herrlich warm war, nicht so kalt wie hier. Na, das ist jetzt so witz. Wir haben es einfach nicht so mit dem Winter und deswegen bin ich sehr gerne in den Wärmen über den Winter und dazu finde ich auch immer, die Saison ist anders so kurz. Ich bin hier so viel Stadt, ich mache sehr gerne sehr viele Rennen und deswegen habe ich ja noch 6-7 Rennen in Australien und Neuseeland machen können und kann ich halt einfach über das ganze Jahr meinen Job machen und nicht nur von Mai bis Oktober. Du hast sehr viele Rennen, also du bist ein Vielstarter, hast jetzt auch schon einige Rennen gemacht. Wie bist du mit dem Start zufrieden in dieser Saison, die neue? Eigentlich ist das erste große Rennen, das war Challenge Wanaka, das habe ich gewinnen dürfen. War ganz okay, ich habe ein bisschen wenig trainiert vor dem Rennen, deswegen war ich nicht so ganz zufrieden. Ich habe eigentlich erwartet, man saugt das einfach so raus, auch wenn man nicht so hart trainiert hat, wenn man das schon so viele Jahre macht. Aber es ist auf jeden Fall viel Luft nach oben und es ist auch mal gut, halt nicht immer in Topform zu sein. Ich war schon zufrieden mit dem Rennen. Ich habe jetzt schon auch schon wieder ein bisschen länger Pause gehabt. So von mir dass es, darf es jetzt schon wieder losgehen, weil mir geht es jetzt schon eigentlich schon wieder ein bisschen schon lange, dass ich keine Wettkämpfe habe. Okay, du hast gesagt, du hast ein bisschen die Priorität auf Rot dieses Jahr. Wie genau sieht das aus? Also wie sieht es bis Juli aus bei dir? Ich mache eigentlich nur 4 Rennen von jetzt bis zum Rot. So, das sind für meine tun sehr, sehr wenig. Das erste Rennen ist der Challenge Rimini. Das ist ja in, ich glaube, jetzt 2 oder 3 Wochen. So, es ist schon ziemlich schnell. Dann natürlich meine Rennen, wo ich immer starte, so wie Ironman 73 St. Pölten und Ironman 73 Kraichgau. Dann komme ich nochmal hier nach dieser schönen Ecke. Ich liebe einfach das Rennen in Ingolstadt. Es gibt da eine Kurzdistanz und eine Halbdistanz. Ich mache immer jedes Jahr die Halbdistanz und dann ist halt voller Fokus auf Rot. Brauche ich ja auch, weil das Starterfeld ist sehr, sehr stark. Und wenn ich das Rennen nochmal gewinnen möchte, dann muss ich Tagemischen. Deswegen, nachdem ich jetzt gehört habe, wie der alles startet, habe ich nochmal mehr Motivation bekommen am 17. Juli. Noch ein weiteres wichtiges Rennen soll ja dieses Jahr Hawaii machen. Hawaii werden eigentlich. Wie willst du dann nach Rot weiter planen und hast du deine Saison genau aufgeteilt in 2 Punkte? Ja, ich habe meine Saison jetzt schon bis zum Schluss geplant, sag mal. Also ich mache schon noch ein paar Rennen nach Challenge Rot. Nicht so viele übrigens, weil ich werde dann nach Boulder abreisen bei meiner Training in Siri Lindy und werde die letzte 7 Wochen vor Hawaii bei ihr sein und so werden wir halt jeden Tag zusammen das Training machen, gestalten und ich glaube, das wird sicher noch mal eins draufsetzen, weil ich ja eigentlich sonst immer alleine oder mit meinem Partner trainieren und jetzt dein Coach bei jeder Einheit nächste zu haben, das ist noch mal was anderes. Dazu den Höhentraining natürlich, 5 Wochen werde ich im Boulder sein, 5,5 Wochen, deswegen erwarte ich schon einiges von Hawaii. Ich muss einfach in Hawaii nochmal wirklich alles geben und da wirklich ganz vorne mitmischen und ich glaube, ich kann das und das muss ich dann jetzt noch alle zeigen. Okay, letzte Frage. Dadurch, dass Jan Frodeno jetzt in Rot startet, ist so ein bisschen Hype um Weltrekord und Jan Frodeno. Ist es gut fürs Frauenfeld oder eher schlecht? Ich denke eher gut, weil es kriegt doch ein bisschen mehr Medienaufmerksamkeit. Das sieht man jetzt schon bei der Pressekonferenz. Ich war letztes Jahr alleine hier nicht dabei bei der Pressekonferenz. Aber wie ihr jetzt gehört, es ist viel mehr los. Es sind viel Leute da, mehr Media und dann nehmen wir doch alles, was davon mit. Das ist auf jeden Fall gut für den Triathlon-Sport an sich und deswegen ist es für uns alle gut und positiv sehe ich das.